Und es ist soweit. Ein wirklich hohes Tier, kann man schon so sagen. Der MBT 70 wird jetzt hier in dieser Ausgabe gezeigt. MBT 70 ist ein schwerer Kampfpanzer und ja, so sieht er auch aus. Sehr potent, hat einen ordentlichen Schaden, macht dementsprechend viel und hat auch noch Hitpoints. Also da ist doch dann einiges dabei. Man sieht hier in den Details auch so ein bisschen was zum Panzer. Auch nochmal die Hitpoints mit knapp 2000 und Schaden pro Minute 2700, wenn er denn feuern kann, so wie er will, mit einem sehr hohen Durchschlag. Also von dem her, dieser Panzer ist sehr potent und wie potent sehen wir in diesem Let's Play. Bis gleich. Da sind wir jetzt auch im Kampf und dann auch noch schön auf der neuen Karte. Im Englischen Narrows, im Deutschen wird sie Vorgebirge heißen. Und ja, da bin ich sehr gespannt, weil die Karte habe ich selber noch kein einziges Mal gespielt, kennen also auch noch nicht ihre Vor- und Nachteile, wo man spielt, wie man spielt. Und natürlich auch bin ich gespannt, wie die von der Performance läuft, weil da sind die Karten teilweise doch sehr unterschiedlich. Und jetzt fahren wir einfach mal der Masse nach. Das ist erstmal das Beste, wenn man weiß, noch nicht weiß, wo es lang geht. Also einfach mal da den Lemming Train bilden. Und hier gerade noch mit Leopard 2, also 7er. Da ist dann doch einiges an Schaden hier, was man bekommen und austeilen kann. Wenn man zur kleinen Randnotiz rechts seht ihr meine Frames. Mein System ist ein i5 3450 mit einer R9 280 von MSI mit 16 GB RAM und eben das Aufnehmen verschluckt ein paar Frames logischerweise. So, da vorne war doch schon der Leo. Oder einer der Leos. Aber keiner, auf den ich gerade kommen oder schießen kann. Stingray wird hier gerade peu à peu fertig gemacht. Schließ mal weiter nach vorne auf. Einfach mal schön durchs Unterholz wühlen. Und da ist eine Arti offen. So. Target destroyed. Ja, die Arti hat dann ein kurzes Leben gehabt. Muss ich aufpassen. War ich offen? Weiter vorrücken, langsam aber sicher. Hier den Fluss kreuzen. Ja, schön das Wasser durch. Schön gemachte Karte, so auf den ersten Blick. So, und den Challenger kriege ich so leider nicht. Deswegen mache ich jetzt auch hier kein One-in-One. Jetzt kriegt er aber den Stingray drauf. Und jetzt muss ich doch helfen. Weil dementsprechend hat er jetzt mich nicht mehr im Fokus. So, deswegen bleiben wir jetzt mal so an ihm dran. Und weg ist er. Incoming Arty. Eben hier jetzt in Bewegung bleiben, nicht von der Arty hitten lassen. Eine haben sie ja noch. Eine haben sie verloren, aber eine haben sie immer noch am Start.
Deswegen rücken wir jetzt weiter vor. Jetzt bin ich offen. Da ist ein. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen zurückziehen. Jetzt haben sie mich noch härter gehittet. Und weg hier. Gott sei Dank ist der Rückwärtsgang sehr, sehr schnell. Viel mehr Panzer hier hinten noch am Basecampen als erwartet. Das hatte ich ehrlicherweise nicht so auf dem Schirm. Und die Rakete fliegt und trifft ordentlich. Bin jetzt offen. Muss immer auf die Arti noch ein bisschen gucken, weil die Arti ist noch am Leben. Terminator komme ich leider nicht drauf. Ich würde ihn sehr gerne beschießen, aber leider gerade derzeit keine Möglichkeit. Das ist natürlich der Nachteil an der Rakete, dass man einfach nicht so easy stehen bleiben kann. Oh, deine Verteidiger, das höre ich auch nicht gern. So nah an mir dran. So, auf die AT ist kein Kommen. Und der T-80, der wartet ja nur auf mich. Ja. Wie ich es gesagt habe. Aber da war leider nicht wirklich viel drin in der Runde. Trotzdem ein kleiner Einblick in den MBT-70. Und mehr will ich damit ja auch nicht zeigen. Sondern ihr sollt ja so ein bisschen sehen, wie sind die Panzer, was können sie, was machen sie und wie schauen sie aus. Dafür ist ja die Beta auch noch da. BMT-3 schießt hier eine Rakete. Die trifft auch noch ihr Ziel. Ja, mit dem nächsten Schuss wird er auch das Zeitliche segnen. Aber eben auch immer schön die Karte jetzt hier zu sehen, gerade weil sie neu im Spiel ist. Oh, jetzt wird es gleich für den bitter aussehen, mein Freund. Ich verstehe den T-80 nicht, da fahre ich doch einfach voll drauf, weil jetzt kommen die eh von der Seite. Und da ist das Thema durch und die Niederlage ist da. Aber wir schauen uns trotzdem noch das Resümee und das Endresultat an. Hoffe ja, dass ich mich vom Schaden trotzdem einigermaßen wacker geschlagen habe. Und zwar habe ich mich mit 1700 wenigstens auf Platz 5 gekämpft und von den XP auf Platz 4. Also, es gibt Niederlagen, die müssen wir akzeptieren, oder es gibt auch schlechtere Niederlagen. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der MBT 70 gefällt euch und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.